Auch wie viele hier wahrscheinlich die saharauischen Refugee Camps in Tindouf und kann aus eigener Hand beurteilen, was die Realität in diesem Ort ist und was da gerade ins Spiel gesetzt wird. Viele Firmen, Siemens, DHL und Heidelberger und viele, die wir vielleicht noch andere kennen, sind Teil der Ausbeutung dieses Landes, der illegalen Ausbeutung der Ressourcen der Westsahara. Und das ist im völkerrechtlichen Sinne voll und ganz illegal und schändlich. Aber es wird nach wie vor weitergetragen. Sehr wenige politische Kräfte nehmen dieses Argument im Mund. Und das ist dann auch eine sehr traurige Tatsache. Deshalb muss man sich auch in der Gesellschaft hier stark machen. Und man muss diesem sehr legitimen Kampf weiterhin Solidarität zeigen. Der Krieg hat das angefangen und der Ausgang ist ungewiss. Was klar ist, ist, dass die Rechte für die Selbstbestimmung des saharauischen Volkes unverhandelbar sind. Und dann frage ich, Polisario vencerá. Lebe die freie Westsahara. Muchísimas gracias.